Gut, dann würde ich gerne starten. Schön, dass ihr reinschaut. Das Thema ist ja Lernen in Stufen mit Tiefgang und Tiefgang statt Schnellgang. Also kurz, dass ihr auch wisst, wer die Gastgeber sind. Mein Name, ja, das seht ihr. Bin Agile Coach und Scrum Master, einerseits bei einer Krankenkasse in der Schweiz, wie aber auch teilselbstständig. Und habe vor gut einem Jahr den Lernespresso entwickelt aus mehreren Modulen, was ich euch nachher auch zeigen werde. Habe das Format bereits viermal verproben können, zweimal firmenintern und zweimal in einem firmenübergreifenden Austausch. Moment, da ist noch jemand am Laufen. Irgendjemand geht die Treppe hoch, ja. Ja, genau. Das ist doch gut. Es ist einfach zum jemand auf Mute stellen. Gut. Also von dem her, was ich euch heute zeige, das wurde viermal verprobt und möchte euch gerne heute das Konzept, den Ablauf und natürlich mal meine Erfahrungen teilen als Entwickler. Und andererseits konnte ich Guido motivieren als ehemaliger Teilnehmer von einem Lernespresso und am besten Guido, dass du dich selber vorstellst. Mein Name ist Guido Rey. Ich arbeite bei der Helsana. Ich konnte in diesem Rahmen konnte ich eben bei Silvio an einem dieser Kurse teilnehmen. Das war aber firmenübergreifend konnte ich da teilnehmen. Ich bin Product Owner von einem Produkt, mit dem wir versuchen, die Risikoprüfung zu automatisieren mit Machine Learning Komponenten drin. Und ja, in diesem Umfeld bin ich dann auch auf den Lernespresso gestoßen und mehr dazu kommt dann später. Genau. Dann, also wichtig, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, jederzeit. Also auch bessere Fragen, weil von der Anzahl her ist es besser, wenn ihr das Mikrofon unmutet und dann die Frage stellt. Ich denke, mit dem Namen nennen, das erübrigt auch, das sind nicht so viele Leute. Und vielleicht wichtig, die Folien, die werde ich nachher auch hochladen. Also die könnt ihr auch im Nachgang noch studieren, wenn ihr die gerne haben möchtet. Gut, dann würde ich gerne mit einer Frage in die Runde beginnen. Also auch da zwei, drei Wortmeldungen von persönlichen Erfahrungen von Zertifizierungskursen. Also grundsätzlich für mich Zertifizierungskurse sind wichtig, und zwar im Kontext für Grundlagenwissen. Auf der anderen Seite wird es halt auch ja, erwartet in einem CV oder wenn man Dienstleister ist bei den Kunden, die schauen drauf. Aber grundsätzlich würde ich mich jetzt mal interessieren, was ist eure Erfahrung persönlich? Und das geht nicht nur um so agile Zertifizierungen, sondern generell, was ihr in eurem Arbeitsleben schon gemacht habt. Also vielleicht zwei, drei Wortmeldungen aus der Audienz. Also Clemens, ich kann was sagen. Ich habe einige Zertifizierungen von Coaching, Supervision, Psychotherapie hinter mir und ich muss gestehen, dass ich immer mehr zum Gegner von Zertifizierung geworden bin. Also Gegner, den Mehrwert immer weniger sehe, sondern die Gefahren mehr sehe als den Nutzen langsam. Also dass dieses Ringen auch von Teilnehmern, wo ich dann auch als Lehrender bin, Abschlüsse zu machen, das Zertifikat zu kriegen, wichtiger ist als zu lernen. Ich sehe langsam immer mehr einen Widerspruch zwischen Lernen und Zertifikat erhalten. Und auch, dass ich beim Recruiting oder so, wo wir Personen suchen, auch auf Zertifikate nicht mehr schaue. Also ich nehme das nicht mehr, ich gebe dem keinen Wert mehr inzwischen, sondern ich frage anders, weil mir das andere wichtiger ist. Also ich bin da sehr skeptisch, aber ich bin neugierig, was ihr sagt. Ja, danke vielmals, Clemens. Wir haben das in der Session um 11, glaube ich, mit Thomas Jennewein hatten wir das genau das Thema diskutiert, Badges, ja, nein. Und was bringen so Patches und so weiter? Und ich kann dann Clemens absolut recht geben. Wir haben da bei uns auch ein ganz schwieriges Projekt, Zertifizierungen zu skalieren oder auch die Werthaftigkeit zu bringen. Es gibt da bei uns in Deutschland relativ wenig
Stellen, die sich darum kümmern, also jetzt zum Beispiel Microsoft Certified, also ich bin auch Azure Administrative Associate und würde halt auch sagen, ja gut, bin ich jetzt für die Adoption geeignet? Ja, nein, ist ein bisschen schwierig. Es gibt wenig Instanzen, Institute, der Wuppertaler Kreis ist vielleicht ein so ein Thema, der vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht und das versucht zu nivellieren. Auch die Monika Herr von der Uni Frankfurt, ja, kümmert sich seit Jahren darum. Also ganz schwieriges Thema im Sinne von Repräsentation. Was steckt eigentlich an Wissen dahinter oder ist es einfach nur ein Symbol? Auch dir herzlichen Dank, Simon. Ich denke, wir haben jetzt mal so zwei, drei Sichten gehört und würde gerne mal weitergehen und zwar, wozu überhaupt der firmenübergreifende Lernespresso? Für mich war es wichtig, dass es ein Lernen in Stufen ist für die Teilnehmenden. Vor allem, dass die Personal Mastery, also wirklich das Lernen, die Weiterentwicklung im Fokus steht und vor allem, dass die Wirkung, der Wirkungsgrad im Arbeitsalltag möglichst zeitnahe gesteigert werden kann. Also von der Wissensvermittlung, von der Vertiefung, mit der Verankerung dann auch im Arbeitsalltag. Und das war so die Philosophie von mir, um auch den Lernespresso aufzubauen. Und bevor wir jetzt vielleicht in das Detail gehen, würde ich gerne Guido mal so die Frage stellen, wenn du den Lernespresso in zwei, drei Sätzen erklären würdest, wie war das jetzt? Also wie würdest du als ehemaliger Teilnehmer das sagen? Muss ich aber lange Sätze machen ohne Punkt. genau, also es ist sicherlich so, dass wir hatten große Autonomie in der Gestaltung. Also wir haben den ersten, bevor es überhaupt angefangen hat, sind alle Teilnehmer sind zusammengesessen, zusammen mit Silvio, natürlich virtuell, und haben darüber diskutiert, welche sind die Themenschwerpunkte, die wir gerne auch anschauen möchten. Also somit war eine Individualisierung, wurde somit eigentlich sehr, sehr gut Rechnung getragen. Wir haben dann für uns selber agil auch einen Backlog aufgebaut. Und dieser Backlog war auch nicht starr. Es kam, der neue Scrum Guide kam heraus und das hat uns dann auch noch die Chance gegeben, nochmals umzuplanen und zu schauen, ob irgendwelche Themen da auch noch wichtig sind, die wir da mitnehmen möchten. Jetzt, Silvi, du hast, glaube ich, gar noch nichts darüber gesagt. Wir haben uns alle 3 bis 4 Wochen getroffen. Es hat immer Zeit dazwischen gehabt. Wir haben uns jeweils für 1,5 Stunden war es, glaube ich, haben wir uns dann wirklich austauschen können. Das heißt, wir haben über mehrere Sessions konnten wir auch ein Netzwerk aufbauen untereinander und voneinander lernen. Wichtig war in diesem Setup, dass man sich vorbereitet. Also wir hatten immer Aufgaben bekommen, ein bisschen wie in der Schule. Da kam am Ende der aktuellen, vom aktuellen Sprint, haben wir es genannt, kamen dann Aufgaben für das nächste Mal. Und das hieß dann, dass die Personen sich selber oder ich mich selber mit diesem Thema beschäftigen musste, respektive durfte. Das heißt, ich konnte meine Geschwindigkeit wählen, ich konnte meine Zeit wählen, wann ich mich damit beschäftige. Sei es auch 11 Uhr abends, kurz vor dem nächsten Mal treffen zum Beispiel, ist auch ab und zu geschehen. Aber es gab auch Themen, bei denen es nicht möglich war, innerhalb des Lernendenkreises sich auszutauschen. Als Product Owner gab es ein Thema, der Scrum Master, dein Freund zum Beispiel. Und da habe ich direkt das Gespräch mit dem Scrum Master gesucht und habe zusammen mit ihm die Themen angeschaut und konnte gerade diese Erfahrung umsetzen, direkt umsetzen und dann wieder in den Erfahrungsaustausch mitnehmen. Genau, was möchte ich sonst noch sagen? Insgesamt für Product Owner selber, ich denke, für Scrum Master gibt es sehr viel auf dem Markt, das man machen kann. Für Product Owner finde ich eher weniger, respektive es ist ein bisschen unübersichtlicher, wo man sich da auch informieren kann. Und für mich hat der Kurs geholfen, auch ein Augenmerk darauf zu richten, wie möchte ich in Zukunft aktiv am Thema dranbleiben, eben im Sinne des lebenslangen Lernen. Vielleicht ein Punkt noch, also ich habe eine
Scrum Master eine Product Owner Ausbildung gemacht, die CSBO. Ich kam da frisch als Product Owner rein, habe dann den Kurs gemacht, bin rausgelaufen, war nicht viel schlauer als vorher und dachte, es muss überall müssen User Stories gebaut werden, geschrieben werden. Und so bin ich langsam ins Thema reingekommen und konnte dann eigentlich mit dem Lernespresso viel, viel tiefer da nochmals reinstechen und auch wirklich gezielt. Nachteil ist, wenn man sich nicht mit den Themen beschäftigt, nimmt man auch nichts aus dem Kurs raus. Aber ich denke, das ist genau gleich wie eine Druckbetankung in 3 Tagen Advanced Certified Scrum Product Owner. Da habe ich auch noch gemacht, kurz nach. Ich werde später noch ein bisschen darüber erzählen. Ja, da kann man einfach drin sitzen, bleiben und am Schluss dann das Zertifikat mit nach Hause nehmen. Gut, danke Guido. Also ich würde gerne kurz mal das Konzept vorstellen. Ich vermute, ihr habt auch vielleicht schon die eine oder andere Frage. Ich würde euch aber bitten, noch kurz zu warten, dass ihr vielleicht noch mal das Grundgerüst auch versteht. Entschuldigung, schnell. Gut. Also grundsätzlich bei meinem Tag gestern habe ich ja auch erwähnt, der Lernespresso baut auf 4 Rädern auf, also grundsätzlich sind die Symbole auch alles in einem Kreis dargestellt. Wer es noch nicht kennt, das 70-20-Lernmodell ist aus meiner Perspektive noch eine gute Methode, um wirklich das Lernen in der ganzen Bandbreite zu verankern. Das ist ja von Stephen Channing, da gibt es auch ein Video dazu, kurz erklärt. Aber kurz zusammengefasst ging es darum, also ich fange jetzt unten an, das ist auch das, was man oft in den Unternehmungen sieht, ganz viele interne Kurse, Seminare oder externe Ausbildungen, das ist das Wissen vermitteln und das passiert mit dem Lernespresso wie auch in den Lernpfaden mit den Katas. Darin sind Übungen drin mit Lesen von Artikeln, Videos, Podcast hören etc. Das ist einfach mal das Wissen kennenlernen. So, die 20% im Lernmodell, das ist das soziale Lernen, das heißt in der Lerngruppe. Und im Lernespresso wie auch bei den Lernpfaden ist das das Sprinttreffen, wo die Menschen zusammenkommen, sich das Thema vertiefen und das haben wir dann ziemlich stark gemacht. Haben wir 1,5 Stunden sogar investiert, weil meine Erfahrung war, 1 Stunde, wie es bei normalen Lernpfaden ist, es ist einfach zu kurz. Also grundsätzlich auch die 1,5 Stunden sind sehr kurz, doch oftmals sehe ich halt immer Weiterbildung im Zielkonflikt mit der Zeit, die die Leute aufwenden wollen können. Aber grundsätzlich die Vertiefung findet dann in den Sprinttreffen statt. Und die 70%, das ist ja das persönliche Netzwerk. Ich habe heute ein Problem. Guido, ich muss noch eine Vision erstellen. Hat durch den Lernespresso neue Menschen kennengelernt. Er weiß, der Daniel hat das schon mal gemacht. Man kann mal dort nachfragen, wenn man will. Also grundsätzlich gibt es eine Vergrößerung des persönlichen Netzwerkes und zwar auch mit Leuten, die die Wahrscheinlichkeit, das, was ich machen muss, schon mal gemacht haben. Also von dem her probiere ich da die ganze Bandbreite zu bespielen. Ein wichtiger Baustein ist natürlich das LernOS, also einerseits die Haltungsthemen, die im Wheel aufgezeigt sind und andererseits der Ablauf, wie es auch ein normaler Lernpfad ist. Ich gehe jetzt da nicht groß ins Detail rein, aber oder von einer schnellen Frage, kennt ihr all die Lernpfad-Thematik? Dann denke ich, ist das für euch klar. Also das ist genau derselbe Ablauf. Was ich aber nicht mache, sind die Retrospektiven. Das passiert erst ganz am Schluss. Also grundsätzlich, die Personen bekommen 11 Katas, sprich 11 Themen.
die Sie bearbeiten. Sie bekommen viel mehr, aber am Schluss haben Sie 11 Themen bearbeitet und am Schluss ist dann die Retrospektive, Zurückschauen etc. Ups, Entschuldigung. Jetzt nochmal schnell. Was mir gefällt das. Ein weiteres wichtiges Element sind die DAG 30 Mindeststandards für Unternehmensagilität. Das ist auch Freeware. Das kann man im Internet beziehen. Finde ich wunderbar. Es sind für die Rollen Scrum Master, Product Owner, für das Team, wie auch für Führungskräfte. Also da kann ich euch empfehlen, schaut euch das mal an. Und zu den vier Rollen gibt es dann ein Kompetenzrat und das nennt sich jetzt hier Value-Verantwortliche, das ist gleichgesetzt wie der Product Owner. Und auf Basis von diesem Kompetenzrat machen die Product Owner oder sprich die Teilnehmenden auch ein Selbstassessment am Start. Also das Kompetenzrad verwende ich als Selbsteinschätzung für die Lernreise. Und auf dem Bild seht ihr ein Beispiel, das ich da anonym mal raufgenommen habe, dass man dann ein Bild hat, wo steht die Person aus der Eigenperspektive. Also auch das ist ein wichtiges Element für den Lernespresso. Plus im Kompetenzrat wird das Schuhari-Prinzip angewendet. Also grundsätzlich die roten Kompetenzen, das sind so die Grundkompetenzen, die, ich sage jetzt mal, der Product Owner wissen sollte. Die Themen im H-Bereich sind so für die fortgeschrittenen Product Owner und die RI ist so im Expertenlevel. Ist nicht so schwarz-weiß, also da gibt es auch Nuancen. Also grundsätzlich kann man das dann so einsetzen, wie man das dann haben möchte. Sprich, die Teilnehmer können dann die Themen ziehen, die sie gern lernen möchten. Ich sag's mal so. Gut, und ein wichtiges weiteres, das ist jetzt ein Tooling-Thema. Erstens war alles remote und zweitens Miro als zentrales Tool für die kollaborative Zusammenarbeit. Was ihr auf der rechten Seite seht, das ist quasi das Hauptboard und mit allen Ergebnissen auch aus den Sprinttreffen, die erarbeitet wurden mit der gesamten Gruppe. Also hier sieht man auch die konsolidierten Ergebnisse der gemeinsamen Lernreise. Zusätzlich hatte jeder Teilnehmende ein Lernjournal. Das war für mich sehr wichtig, weil grundsätzlich der Lernespresso ist vielleicht nur oder ist ein kleiner Ausschnitt auf der Lernreise. Und meine Motivation war, dass die Leute mal mit dem Lernjournal beginnen und eventuell zukünftig auch mit dem Lernjournal dann auch weiterarbeiten, wenn sie weitere Lerngefäße in Anspruch nehmen. Also das ist jetzt mal grundsätzlich so ein bisschen der Konzept dahinter. Und da mal vielleicht ein Mikrofon an. So Fragen, Unklarheiten oder auch Ergänzungen von Guido bezüglich Lernjournal. Mich würde das Lernjournal interessieren. Wie seid ihr da rangegangen? Gab es da nochmal eine Extra-Session dazu oder sind die Teilnehmer dafür sich irgendwie eigenständig unterwegs? Guido, wie war es für dich? Genau, also das persönliche Lernjournal war fast eine Kopie vom gesamten Weg, also von der ganzen Gruppe. Und Silvio hat uns dann immer nach oder vor den Cutters hat er diese Bereiche reinkopiert. Und dort innerhalb konnte ich meine persönlichen Notizen, Erfahrungen, Antworten auf dieses Thema danach eintragen.
Zum Beispiel das Kompetenzrad, das ich persönlich zuerst mal ausgefüllt habe und dann noch ein paar Katas später danach mit dem Scrum Master, also die Außensicht noch reingebracht habe, das habe ich dort reinkopiert und dann konnte ich gleich vergleichen, was hat sich verändert, wie sieht das aus. Okay, cool. Also aus Organisationssicht war das mir noch wichtig, dass es selbst organisiert ist, dass die Leute den Stil auf ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Eben wie Guido erwähnt, ich habe einzig die Sprintergebnisse reinkopiert, wenn jemand nicht fähig war, um das selber machen. Am liebsten hätte ich sogar gehabt, dass ich überhaupt keinen Zugriff habe auf die persönlichen Lernjournale. Das ist quasi etwas, was ich als weiterer Schritt dann auch implementieren werde. Gut, weitere Fragen auch noch auf das, sagen wir mal, auf das Grundgerüst, auf den Rahmen. Gut, dann nehme ich das mal mit, dass ich das soweit mal gut erklärt habe. Vielleicht noch, Guido, hast du noch eine Ergänzung? Oder? Genau, also zum Lernjournal. Es ist einerseits ist es wie eine Lernkontrolle, war es für mich selber. Andererseits hat Silvio immer noch eine Kategorie mitgegeben bei jeder Kata, wenn ich mehr machen möchte. Diese Themen waren immer sehr interessant, nur hat dann irgendwann mal auch die Zeit gefehlt. Das heißt, dort drin finde ich noch all die, wenn ich noch mehr machen möchte, Themen, wenn ich wieder Kapazität habe. Das heißt, ich kann auf das Lernjournal zurückgreifen. Es ist so, ich glaube, eben ich habe es für mich persönlich jetzt in mein Miro reinkopiert. Für Leute, die kein Miro hatten, hast du eine Datei erstellt, mit der man offline auch darauf zugreifen kann. Also es ist eine Dokumentation, eine Erinnerung, ein Anreiz, wieder Themen nachzuschauen, wenn sie hochkommen. Danke, Guido. Also auch am Schluss habe ich die persönlichen Lernjournals auch exportiert und den Teilnehmenden dann per Datei zur Verfügung gestellt. Also, aber grundsätzlich, wenn jemand schon bereits eine eigene Miro-Lizenz hat, dann hätte er das jederzeit auch auf der eigenen Umgebung machen können. Für mich war wirklich wichtig, das Lernjournal, dass das ein Asset ist, das auch in die Zukunft mitgetragen werden kann, mit aber historischen Ergebnissen, die erarbeitet wurden. Also ich denke, das war für mich als, ich sag jetzt mal, Entwickler vom ganzen Thema sehr wichtig. Gut, dann würde ich mal, wie hat sich's dann gestaltet? Also ich denke, hier können wir schnell rüber. Also einerseits Teilnehmende natürlich gewinnen für das Format, auch die Formierung der Gruppe und nachher die Durchführung gemäß dem LernOS-Thematik. Was aber sicher, naja, auch da Sprintplanung, ich denke, das ist für euch bekannt, wenn ihr auch die Lernpfade kennt. Was aber sicher spannend ist, das hat Guido vorher auch schon angesprochen, auf Basis der Selbsteinschätzungen, das ist nochmal das Rad, habe ich hier raufkopiert, hat sich dann ein Kata-Baukasten entwickelt. Den habe ich dann mal vorgängig mal angeschaut, also ich habe die Einschätzungen angeschaut, habe mich mit einer anderen Person noch abgesprochen und dann haben wir mal verschiedene Kata-Themas vorgeschlagen und grundsätzlich am Anfang die ersten drei, die waren vorgegeben, weil das war für uns noch wichtig, so die Basis zu legen, aber danach, wie bereits von Guido erwähnt, hat die Gruppe dann, und das seht ihr auch an den Dots, hat man dann mit Dot-Voting Katas gewählt, die als Gruppe uns auf der Reise begleiten sollen. Und die Farben spielen auch noch, also die roten, das ist auf der Schuh-Level. Und die gelben sind auf der H-Level. Auch
da, dass ich da auch Rechnung getragen habe. Und das ist halt ein Punkt, das ist Product Ownership oder auch Scrum Master, das ist so groß, die Thematik. Und mir war es wichtig, dass entsprechenden Teilnehmenden, dass ich das bringen kann im Kurs, das für die Leute auch wichtig ist, wo sie auch einen Mehrwert rausziehen können. Und vielleicht zu dir, Guido, wie war das für dich vielleicht nochmal? Genau, also ich denke, der Aufwand, die Investition, die hat sich gelohnt. Es ist wie bei vielen agilen Themen, durch das, dass wir so viel mitbestimmen konnten und darüber diskutiert haben, sind wir auch dahinter gestanden, hinter diesem Plan. Der Nachteil, der da mit sich kommt, es ging recht viel Zeit drauf, um sich abzustimmen. Dafür waren danach alle auch im Boot mit den Themen. Also eben, das ist so der Trade-off, den man halt hat zwischen, man lässt alle mitsprechen, mitdiskutieren, und dafür geht es dann ein bisschen länger. Das war, ich kann mich erinnern, das war der Start, haben wir gesagt, oh, so, wir sind froh, dass wir jetzt wissen, welche Themen dass wir haben wollen. Dann hat Silvio mit diesen Themen dann wieder den Lead übernehmen können, zumindest von der Vorbereitung her, was man alles machen soll, und dann gab es wieder ein bisschen mehr Struktur. Dann, wie gesagt, ich denke, richtig gemacht, aber das ist wie das, ja, wenn es da irgendwie eine einfache Version gäbe, das wäre natürlich super, aber ich sehe keine. Vielleicht noch von meiner Seite, Agilität, das werdet ihr auch nachher noch sehen, ist sehr fluid, es passiert sehr viel. Guido hat es erwähnt, da kommt der Scrum Guide, und mit verschiedensten Änderungen, und das war mir ja wichtig, dass das auch dann Einzug erhält. Und für mich war es, ich habe nicht alle Katas fertig gehabt am Start. Also grundsätzlich versuche ich immer zeitnah die Katas zu schreiben, dass ich aktuelle Themen aufgreifen und einbringen kann, weil es bringt nichts, wenn ich Material vermittle, wo die Teilnehmer sagen, ist ja schön, doch das ist ja alt. Und das ist für mich noch viel Aufwand, das habe ich unterschätzt. Als ich mit dem ganzen Thema von einem Jahr begonnen habe, habe ich gedacht, das ist dann ein reusable Asset, dass ich die Katas nur aus der Schublade ziehen kann und immer wieder verwenden. Das ist das große Learning. Ich muss 50% immer wieder überarbeiten. Und das ist der Anspruch und die Qualität an die Katas. Also das ist mein eigener Anspruch von mir selber. Doch die Rückmeldungen haben mir das ja auch bestätigt, dass ich gutes Material reinbringe, zeitnahes und auch immer wieder mal was Neues. Also mir geht es nicht nur um reine Theorie, sondern ich möchte die Leute auch auf die Reise mitnehmen, andere Perspektiven wahrzunehmen. Also die Perspektivenwechsel ist für mich elementar. Ich bringe auch kontroverse Punkte rein. Und das sind so Sachen, die Leute auch, ich sage mal, befähigen, Perspektiven anzunehmen, zu erkennen. Was sie dann machen, ist ja dann Sache von ihnen. Vielleicht Fragen noch aus der Audienz zum Katabaukassen? Also vielleicht eben aus Erfahrung, das habe ich als Teilnehmer nicht gemerkt, ob die Kata da schon fertig war von Anfang an oder nicht. Eben das merkt man gar nicht. Silvio hat das immer auf den Punkt dann fertiggestellt und uns zur Verfügung gestellt, was wir da genau anschauen müssen. Damals aus meiner Sicht, aus Teilnehmersicht, ja, wusste ich das gar nicht. Also wenn ich gut richtig verstehe, warst du, Silvio, quasi immer, dein Anspruch war, vor dem Lerner sozusagen zu sein, und die Grundlagen waren sozusagen gesetzt und die Vertiefungen wurden dann aufgrund der Priorisierung über die Dot-Abfrage durch die Teilnehmer schwerpunktmäßig ausgewählt.
Genau, genau. Ja. Hast du ein Beispiel für eine Charta, nur dass man vielleicht, was die Größenordnung auch betrifft, was da zu tun war als Workload auch? Ja, herzlichen Dank. Das war der Steilpass für die nächste Folie. Für mich ist bei der Charta immer schön, ein sprechendes Bild zu haben, also Bilder sprechen lassen. Dann die zweite Seite besteht aus der Einordnung. Es ist jetzt ein bisschen klein, aber man sieht da in der Mitte beim Roten einen Rand, um welche Kompetenz es geht im Kompetenzrat. Und auf der rechten Seite seht ihr dann die Beschreibung der Kata. Der Zeitaufwand, da würde ich mal das Wort Guido geben. Jetzt bist du auf Mute, Guido. Die Technik. Ja, also der Zeitaufwand war immer mit so circa 60 Minuten angegeben und ja, da konnte man wahrscheinlich zwischen 30 Minuten und 4 Stunden, 5 Stunden darin verwenden, je nachdem, wie tief man gehen wollte. Ich habe auch ein Thema, ich nehme es jetzt ein bisschen vorweg, es ging um die Verantwortlichkeiten, das POEM-Modell, also wo ich als Product Owner wie viel Verantwortung habe ich gegenüber dem Auftraggeber, gegenüber dem Development-Team. Und in diesem Thema, da habe ich viel, viel mehr investiert. Ich habe das Thema zusammen mit meinem Auftraggeber diskutiert, angeschaut, mit dem Scrum Master angeschaut, mit dem Team angeschaut. Da ging ich schon in die Umsetzung rein. Und da reicht eine Stunde nirgends. Also, aber dafür konnte ich da nachhaltig was rausnehmen für mich. Also ich hätte nicht gemacht, wenn ich da nicht einen Mehrwert gesehen hätte. Für mich ist es natürlich schön, Guido hat es in den Arbeitsalltag reingenommen. Also es hat ja dann auch einen Effekt in den Arbeitsalltag gegeben. Er hat mit anderen Leuten gesprochen etc. Und das ist ja genau der Sinn und Zweck, den ich ja dann auch erzielen möchte. Ist das soweit mal gut, Clemens? Gut. Was ihr jetzt noch hier seht, also auch die Sprinttreffen, die fanden dann auch kollaborativ auf Miro statt. Also hier ging es ums Thema Wertstrom. Und also da auch, man hat sich dann auf dem Miro-Board getroffen, hat dann das Thema vertieft, man hat geknetet, man hat sich ausgetauscht, Erfahrungen, Tipps und Tricks eben ausgetauscht. Und das alles auch über Miro. Und das ist jetzt, was ihr hier seht, ist das Ergebnis nach dem Sprinttreffen. Da war mir auch wichtig, zu Beginn ein kurzes Check-in zu machen und am Schluss auch einen Check-out. Also auch solche Sachen waren mir sehr wichtig. Und zwischendrin war dann die Vertiefung der Kata-Thema, sprich die Kata, die im Voraus durch die Teilnehmer bearbeitet wurden. Aber das ist schon wieder auch analog dem Lernpfad. Auch hier war mir nochmal wichtig, euch zu zeigen, auch die Dokumentation, dass das alles auf Miro passiert und so dann auch in die Zukunft mitgetragen werden kann. Gut. Ups, Entschuldigung, schnell. Zwischenfrage. Ja, ja, nur Fragen. Du sagst ja, Miro für die Zukunft, keine Frage. Miro läuft in der Zukunft, solange du die Lizenz aktiv hältst. Arbeitest du mit irgendwelchen Exporten oder dass du die Sachen zwischendurch rausziehst oder ist das dann wirklich ein Riesenboard? Weil Miro hat ja den Vorteil, es kann immer größer werden. Ja. Und wenn man im Entwicklungsprozess dabei ist, ist es schon auch okay, weil man kann sich orientieren und gleichzeitig ist ja beim gewissen Grad leidet so ein bisschen die Performance dann auch. Ja, ja, das ist so die Gratwanderung. Wenn das Board zu groß ist, dann wird alles langsam. Darum sind die Sprinttreffen immer auf eigenen Boards.
PDF generieren kann man auch von jedem Board. Also wenn mal Miro nicht die Zukunft ist, dann PDF generieren, da habe ich mindestens Dokumente. Das ist halt immer der Trade-off. Also grundsätzlich hätten die Teilnehmer auch einen Block nehmen können und dort ihre Notizen machen, ist gut genug. Also da habe ich ja auch auf die Eigenverantwortung gezählt. Also sprich, wenn jemand gar nicht mit dem gearbeitet hat, es war seine Entscheidung. Das habe ich auch nicht kontrolliert. Im Gegenteil, es ist das passiert, was passierte. Und Abschlussfrage, aber das ist dann schon wieder sehr operativ. PDF-Generierung ist super, funktioniert auf Miro richtig gut, wenn man im Vorfeld schon so ein bisschen mit Frames so ein bisschen mehr Struktur reingebracht hatte, weil im Nachhinein das alles runterdampfen und die PDFs werden in meiner Erfahrung relativ schnell relativ groß. Ja, danke vielmals. Also durch das, dass ich sehr viel mit Miro arbeite, lege ich auch Wert genau auf das Thema, dass die Frames so gesetzt werden, dass man im PDF auch noch die Ergebnisse erkennen kann. Also was ich gemacht habe, nach jedem Sprinttreffen ein Protokoll, habe das als PDF rausgenommen, doch bei der Retrospektive habe ich auch abgefragt, was wurde alles verwendet. Und spannenderweise, das Protokoll war praktisch nie angeschaut worden. Also das Learning für mich in Zukunft, keine Protokolle mehr. Weil das wäre dann so, also jetzt aus dem aktuellen Learning. Das heißt, deine Teilnehmer sind dann eher direkt wieder aufs Miro gegangen und haben das PDF einfach ignoriert. Ja, mal Frage an Guido. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, aufs Protokoll zu gehen, weil ich hatte ja alles im Miro direkt im Zugriff. Ich glaube, da hast du relativ viel Aufwand reingesteckt, Silvio, und am Schluss hat es niemand genutzt. Ja, aber es war eine gute Erfahrung und am Schluss kann man zuerst die Erfahrung rausziehen, wenn man es mal gemacht hat. Nicole, ich denke, die Frames setzen, das ist sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft, ob ich jetzt ein Protokoll mache oder nicht. Gut, dann eben am Schluss gibt es dann ein solches Bild. Oben, man sieht so die grünen Felder, das ist so dann die durchlaufene Lernreise mit den verschiedenen Katas. Oben in der Mitte, so mit dem Berg, ist dann die letzte Kata drauf, mit der Reflexion im Sinn, dass man auch mal feiert. In Corona-Zeit war das noch schwierig, die Feier mal, das werden wir noch nachholen, dass sich die Leute auch mal physisch treffen können. Ich denke, auch das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und das kam immer wieder, die Leute kannten sich, also viele kannten sich wirklich nur remote und nochmal anstoßen und mal das Physische zelebrieren. Das habe ich so ganz stark herausgespürt, dass das noch ein Wunsch ist. Weil, wie bei den Lernpfaden, ich habe auch schon persönlich mehrere mitgemacht, der Lernraum, wo entsteht die Nähe zwischen den Leuten, das ist wirklich wunderbar und das hat sich auch beim Lernespresso entwickelt, auch im Speziellen. Also Guido hatte einen PO von einem Mitkonkurrenten im Lernespresso drin, also quasi zwei Mitbewerber. Und ja, Guido, wie war das für dich? Also, es war sicherlich gut zu sehen, dass ja einerseits, wie bei jedem Kurs, man sieht, man hat nicht als Einziger dieses Problem, sondern die Probleme sind die gleichen und man kann sich austauschen. Und da halt eben das Verständnis vom anderen PO war natürlich größer für meinen Bereich, weil er auch in der Krankenkasse arbeitet. Und da konnten wir uns schon auch nochmal austauschen und sehen, auch zum Teil inhaltlich sind ähnliche Herausforderungen da, was nicht nur aus PO-Sicht, sondern auch wirklich inhaltlich. Und eben dieser Austausch, das ist sicherlich das, was am nachhaltigsten danach mitgeht. Ich weiß, ich könnte auf diese Person zugehen und lustigerweise oder interessanterweise hat auch jeder PO in diesem
in diesem Training, in diesem Lernpfad andere Schwerpunkte und andere Fähigkeiten und wir konnten dann voneinander, konnten wir da wieder lernen. Jetzt von der Zeit her muss ich richtig Abschluss gehen. Aber grundsätzlich, Guido hat auch erwähnt, nach dem Lernespresso ging es auch weiter, dass es ja auch Zug ins System gebracht hat. Und ich denke, die Motivation bei dir, Guido, die ist ja sehr groß, sich auch weiterhin bei der Personal Mastery weiterzuentwickeln. Und von dem her ist es natürlich wunderbar. Vielleicht noch, wieso ist es kein Lernpfad? Ich habe es vorher erwähnt, der Aufwand, den ich in die Katas stecke, der ist hoch. Also er ist wirklich hoch. Und den mal schreiben und das Gefühl haben, der ist in einem halben Jahr noch gültig. Also die Haltbarkeit im, ich sage jetzt, im Thema Agilität ist sehr kurz. Das ist meine Interpretation. Ich kann da falsch liegen, aber ich sehe das so. Und für die Organisation, Durchführung, Toolung etc., das trage ich alles mit. Und darum ist es kein Lernpfad. Aber es war mir auch wichtig, dass ich einen anderen Namen habe, dass ich da nicht so die Lizenzthematik reinkomme. Habe ich auch mal mit Simon besprochen und darum heißt es bei mir Lernespresso. Und das ist so auch getrennt. Und von dem her, am Schluss eben, so, was ich mache, das Angebot, das ist, ich kann das Thema für Einzelcoaching natürlich nutzen oder ich werde ab Herbst wieder weitere firmenübergreifende Lerngruppe machen. Die kosten auch etwas. Und was aber auch eine Möglichkeit ist, dass man das ganze Format in eine Firma tragen kann. Also im Sinn, als Firma das Paket halt kauft und man sagt so in der Schweiz pfannenfertig mal hat und dann inklusive mal 1, 2 solche Lernreisen auch durchführt, wie ich es vielleicht mache oder andere Leute befähigen, das gehört auch dazu. Gut, ein bisschen überzogen, aber von dem her, ich danke euch vielmals, dass ihr teilgenommen habt, auch für eure Fragen, für eure Inputs. Die Koordinaten, die habt ihr von mir, wenn ihr noch Fragen habt, einfach melden oder eventuell auf der Insel. Also von dem her ganz herzlichen Dank und Guido, ich gebe dir dann noch das Schlusswort und dann denke ich, ist die Session fertig. Genau, also ich möchte vielleicht mit dem Bild schließen, das du gesagt hast, Tiefgang anstatt Schnellgang. Eben für mich als Teilnehmer, ich konnte mir selber wählen, wie tief ich gehen möchte. Ich hatte kurz danach auch ACSBO gemacht, damit ich wenigstens das Zertifikat habe. Ich habe vorhin von euch gehört, das ist gar nicht so wichtig. Und dort habe ich einfach gemerkt, die Druckbetankung. Einmal durch, 3 Tage absitzen und dann hat man es. Und ich denke, mit diesem Konzept kann man wirklich was mitnehmen für die spätere Umsetzung. Gut, danke vielmals. Euch allen einen noch tollen Nachmittag. Danke dir auch. Gut. Tschüss, danke. Das PDF packst du auf Concept Board oder wo packst du es hin? Ich muss noch schauen. Ich muss mal fragen, wo die zentrale Ablage ist. Danke dir. Danke. Tschüss. Danke, Guido. Ich denke, wir müssen jetzt dann vielleicht räumen, weil die nächste Session kommt. Oh, sorry. Ich bin auf Schweizerdeutsch gewechselt. Das wäre jetzt kein Problem gewesen, gell? Gut, ich habe schon gesehen, ich suche. Ich habe schon nachgeschaut. Also. Ich melde mich, Guido, bei dir nächste Woche mal. Alles gut. Super. Dankeschön. Und danke dir. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.